Germany is in mourning after an extremist attack in Mannheim. Following the extremist attack, people have gathered at the scene in Mannheim to express their grief and bewilderment. Emotions of anger, sadness and confusion fill the air. Ich bin da, weil ich das so erschütternd finde und so schlimm finde, was passiert ist. Ich bin so schockiert und ich wollte herkommen, um einfach meiner Entrüstung, meiner Wut und meiner Trauer Ausdruck zu verleihen. Es ist furchtbar, dass ein Polizist, der in Anführungszeichen Meinungsfreiheit und Demokratie verteidigt, dabei umkommt. Das ist ganz schlimm. Zuerst mal für unseren Polizisten hier. Ich bin auch hier in Mannheim geboren. Bin ja auch Mannheimerin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es in den Worten fassen soll. Es tut einfach sehr weh. Despite their speechlessness, the community is coming together to mourn. Das ist ein Anschlag auf unsere offene Gesellschaft, das ist ein Anschlag auf uns alle. Hassverbrechen setzen darauf, dass mehr Hass entsteht. Und insofern ist es sehr wichtig, ein Zeichen gegen den Hass zu setzen, gegen die Spaltung in der Gesellschaft, dass so viele gekommen sind, so viele unterschiedliche gekommen sind, gemeinsam diese Botschaft getragen haben, gemeinsam an das Opfer, an die Opfer gedacht haben. Das ist ein ganz wichtiges Signal für die Stadtgesellschaft. The Ahmadiyya Muslim Jamaat of Mannheim also stands behind this message of unity. Ja, als die Nachricht ankam, war ich zutiefst geschockt erstmal und ich konnte mir das gar nicht und niemals vorstellen, dass sowas, so eine grausame Tat in Mannheim jemals passieren kann. Ja, halt der Polizist, der hier sein Leben geopfert hat, sein Leben hier verloren hat, für ihn waren wir heute hier und haben ein Zeichen hier dafür gesetzt, dass wir zu dieser Stadt gehören und für diese Stadt immer jederzeit auch da sind und möchten auch die Stadt auch, dass es so wahrnimmt, dass wir als Muslime loyal zu unserem Land sind und für diese Stadt auch stehen.